Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, ich will euch kurz auf den neuesten Stand bringen, was es mit dem Update auf sich hat. Und da gab es heute hier einen interessanten Post im Taiwan zu der hübschen Dame. Und da haben wir den in Google Translator rein. Steht hier, Naga Priesterschaft wird das Schloss, die Burg fast heroischen Kriegern zu 20.000 Fragmenten zu erlösen. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen seine Fantasie spielen lässt, wird man oder kann man hier ganz stark vermuten, dass der neue Held 20.000 Splitter kosten wird. Also an der oberen Grenze, so was ich vermutet habe. Ich habe so ja um die 10.000 gedacht. Deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein recht nützlicher Held sein wird. Ist noch nicht bekannt, ob Fern-, ob Nahkämpfer, ob AOE oder Single-Target-Schaden. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, gerade für die Free-to-Play-Spieler, die bei HBM2 vorankommen wollen, brauchen wir irgendwie einen Held, der ein bisschen Slow-Motion macht und in irgendeiner Form AOE-Schaden. Und da müssen wir uns mal überraschen lassen, was IGD da so vorhat mit dem neuen Splitterheld. Aber auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den für 20.000 Splitter bekommen werden. So viel zum neuen Held. Dann, nee, hatten wir, gibt es eine neue Vorschau. Und zwar seht ihr hier zwei Runen, die in irgendeiner Form, also für 10.000 blaue Kristalle, umgewandelt werden können in eine andere Rune. Wir wissen noch nichts Genaues, aber natürlich ist die Vermutung nahe. Ihr habt hier auf dem Bild seht ihr zwei Bollwerk-Talente, ist auch unterschiedlich. Also, ihr seht eine 1er-Rune und eine 2er-Rune, aber Hauptsache Stufe 2. Und ich vermute, wenn ihr jetzt die 10.000 blauen Kristalle hier für ausgibt, werdet ihr eine andere Rune von der gleichen Qualitätsstufe erreichen. So hat man die Möglichkeit, dann eben vielleicht ja, so ein bisschen wie immer Glücksspiel, ne? Einem fehlt noch eine Rune, man hat ein paar Runen von denen, die man momentan nicht verwenden will oder die man über hat, hier, ich denke so an Negieren oder Kriegshülle oder wie auch immer. Dann kann man die hier rüber umwandeln und mit ein bisschen Glück kriegt man eine Rune, die man denn benutzen kann. Aber genaue Informationen sind noch nicht bekannt. Ja, das ist der aktuelle Infostand von heute. Na gucken. Ich dachte, ich nehme euch noch mit in die Arena, damit wir noch ein bisschen Gameplay haben im Video, aber es soll ja ein kurzes Infovideo sein. Ja, 20.000 Splitter, schon eine ordentliche Packung, wenn man jetzt so denkt von so 20 bis 35k Spieler, wird man schon eine ganze Weile brauchen. Dann ist natürlich aber auch die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass er dass er gut einsetzbar ist. Ich denke, viele Top-Spieler, oder das heißt Top-Spieler, eben so 60k-Plus-Spieler, hoffen sich, dass der Splitterheld für sie ein Upgrade sein wird. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich denke, der Held soll eben den Free-to-Play-Spielern, oder ich hoffe, dass er ihnen eine Möglichkeit gibt, in HBM2 ein bisschen leichter voranzukommen. Also wie gesagt, schon irgendwas mit AOE-Schaden und in Slow-Motion, so ein bisschen Low-Cost-Zanta. Oder vielleicht sogar Richtung Low-Cost-Kürbis zu gehen. Vielleicht nochmal einen kleinen Buff raushaut. In irgendeiner Form. Wissen wir alles noch nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Aber ich denke, für den High-End-Bereich wird der Held nicht so stark sein, wie einige sich den erhoffen. Ich denke eher, der Held wird ausgelegt sein, um die mittleren Spieler eben so 20 bis 50k eben weiter voranzubringen. Und ich denke, der Held wird auch ganz klar ausgelegt sein für Hibi Monster oder für den Experten-Dungeon-Mode, auf jeden Fall nicht für die Arena. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ansonsten war das Update ja mal ursprünglich für Ende März geplant, also müsste es ja schon relativ bald rauskommen, aber ich denke eher, dass es vielleicht nächste Woche auf Taiwan rauskommt und wir Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche dann das Update bei uns sehen, wenn sich an der ursprünglichen Planung nichts geändert hat, wovon ich auch nichts weiter weiß. So, ich vermute, den Kampf werden wir ja noch verlieren. Oh ja, sieht ganz klar danach aus. Können wir abbrechen. Ja, soweit war es das mit den Infos, die heute so reingeflattert sind. Das war es auch von mir mit dem Video. Danke, tschüss, euer Hunted.